liebe Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven, da unten ist Woody und hier ist mein Sohn Mann Even. Hallo! Und heute, ja, geht die Sendung über den Teichbau, die komplette Filteranlage, Funktionsbetrieb, Aufbau, wie ich hier unten die Teichfolie für das ganze Erdsubstrat verlegt habe. Und was ist heute noch ganz besonders, Even? Heute haben wir 100 Abonnenten erreicht. Oder genau genommen, wir sind schon bei 108. Und mein Sohnemann sagt, jeder große YouTuber wie wir beide macht da immer ein kleines Präsent. Ne? Was hier im Umschlag ist, was das Präsent werden wird, das seht ihr am Ende der Sendung. Also erstmal viel Spaß und bleibt dran bis zum Schluss. Dankeschön. Tschüss. So, hier beginne ich mit dem Verlegen der Teichfolie. Ja, und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie schwierig das ist, vernünftige Ecken hinzubekommen. Aber ich denke, hinterher ist es dann doch ganz gut geworden. Ja, das Ganze wird dann erstmal grob geschnitten und danach dann mittels dieser Schablone, die meinen Boden darstellt, erstmal genau angezeichnet, damit man hinterher das Ganze vernünftig verlegen kann. Hier seht ihr, dass ich so eine Holzplatte mir zugeschnitten habe, die dann genau auf den Boden passt und die das Verlegen der Teichfolie deutlich vereinfacht. Dann braucht man sich nur noch um die Ecken kümmern. So, wie ihr gesehen habt, habe ich hier mit Hilfe dieses Einlagebrettes mir den Boden schön geschaffen und habe jetzt somit schöne gerade Ecken ohne viel Falten. So, und bei meiner Bauweise wisst ihr ja, die Platten sind quasi gegeneinander eingeschoben, werden gar nicht großartig verklebt, nur oben irgendwo, und die halten sich untereinander selbst und nur die Stoßkanten werden mit Silikon verbunden. Weil ich ja sagte, das soll alles immer schnell ja wieder zurückbaubar sein. Und der Rest wird logischerweise natürlich auch, hier kommen ja 30 cm oder 25 cm Bodengrund rein, wird natürlich auch vom Bodengrund gehalten. Also ein Stecksystem. Ja, und hier haben wir es jetzt wasserdicht durch die Folie. So, und so schaut es ohne das Hilfsbrett aus. Alles schön gerade, keine großen Ecken, keine Knicke. So soll es sein. Ja, und nun ging es ans Verschieben des Terrariums an den korrekten Ort, so dass ich den 1/3 Überhang an der Stufe habe, um dort mein Filtersystem zu verbauen. So, wie man hier sehen kann, bedingt durch die Profile, ich versuche da mal drunter zu lupen, bedingt durch die Profilbauweise ist hier drunter noch eine gewisse Lücke, und die fülle ich jetzt hier mit diesen Brettern auf, damit man da bedenkenlos auf den Boden Gewicht bringen kann, damit das da nicht durchhängt. So, die Platten darunter sind drin, die Verstellfüße stehen drunter. Ja, hier vor steht ja die Couch, aber hier vorne kommt dann noch eine kleine Blende drunter, dass man das nicht sieht. Hier nochmal das Fach für den Filter. Ja, jeder Fuß hält 200 Kilo, also das sollte halten, und er steht sowieso nur ein kleines bisschen über die Stufe. Seht ihr, wie ich den Teichfilter in die vorgesehene Lücke stecke und danach dann die Schläuche auf Maß anpasse. So, ja, das ist der Filter, Oase Biomaster 250 Thermo mit Heizung, Ansaugpumpe,
zwei Ansaugschläuche, oben mit Gardena-Schnellanschluss für den Teich. Ja, jetzt zeige ich euch mal, wie schnell man den da einbaut und auch mal den Vorfilter wechselt. Ja, so schnell kann man den Vorfilter wechseln und jetzt geht es erstmal ins Wasser auffüllen. Das mit den Eimern war ein bisschen zu langwierig. Kann man natürlich auch ruckzuck mit dem Schlauch machen. Ja, hier fülle ich den Filter das erste Mal und da sieht man mal, wie einfach es ist für dieses Gardena-Stecksystem. So, okay, dann lasst uns schauen, was wir da heute alles gebaut haben. Ja, wie ihr seht, ist hier der Teich fertig. Ja, was ich hier noch nicht gezeigt habe, der Teich ist also mit Edelstahlschrauben verschraubt, der ist mit Silikon versiegelt und der ganze Rand hier drunter ist ja von unten mit Bauschaum versiegelt, also hier dürfte nichts passieren. Der Einlauf, ja, das wird noch alles ein bisschen schöner und der Auslauf, das wird hinterher alles noch mit Holz verkleidet, dass man da nicht sieht. Aber es ist funktionsfähig, es läuft jetzt schon seit 24 Stunden. Ja, dann haben wir noch geschafft, hier die Teichfolie vernünftig gerade und eckig zu verlegen. Das sieht auch sehr schön aus. Schauen wir noch mal einmal unten in den Filterbereich. Hier sieht man noch mal einmal so ein bisschen den Sockel. Genau, hier ist der Filter. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell das rauszunehmen ist. Hier mit dem Vorfilter, alles super gut. Ja, springen wir hier noch mal her und jetzt kommen wir zum Wichtigsten im Video. So, wie wir am Anfang des Videos gesagt haben, haben wir es jetzt schon tatsächlich geschafft, 108 Abonnenten zu erreichen. Da sagen wir ganz doll Danke für. Und mein Sohn sagt, das macht jeder YouTuber, hat hier meine oder unsere allererste Visitenkarte gebastelt. Da steht The German Monitor Lizard drauf, das hat er alles selbst sich zusammengesammelt. Ja, und wenn ihr diese Karte haben möchtet, schreibt mir unten in die Kommentare und mein Sohnemann wird dann in der nächsten Sendung den Gewinner ziehen und wir lassen euch die zukommen. Und dann sagen wir beide Danke. Danke. Und tschüss. Tschüss.